die Verträge sind gemacht. Es wurde alles längst durchdacht. Wenn's bei uns dunkel wird wie die Nacht. Freiheit, Freiheit. Die Pläne liegen doch längst vor. Wir schießen uns ein Eigentor. Versinken wie in einem Moor. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was fehlt. Der Mensch ist leider oft im Schlaf, geht in der Herde ganz schön brav. Hört mit dem Denken auf wie ein Schaf. Freiheit, Freiheit ist dann plötzlich nicht mehr da. Und alle, die von Freiheit träumen, die sollen das Feiern nicht versäumen. Widerstand nie räumen. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was fehlt. Freiheit ist das Einzige, was fehlt. Danke. Ist natürlich Blödsinn, weil was nützt einem die Freiheit, wenn man nicht gesund ist? Heute ist eher umgekehrt. Was nützt einem, wenn man gesund ist, aber dafür nicht frei? Was nützt einem, wenn man gesund ist und ständig beweisen muss, dass das Gegenteil nicht der Fall ist? Ja. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist weder das eine noch das andere das Wichtigste. Weder die Freiheit noch die Gesundheit. Das Wichtigste ist, glaube ich, immer die, ich weiß nicht, ob ihr das Wort noch kennt, die Würde. Schon mal gehört? Konsumationspflicht, Sitzpflicht, das klingt so wie im Hundeverein. Sitz, Platz, aus, Sitz. Das ist die Sitzpflicht. Die neue Freiheit ist wollen, was man darf und dürfen, was man soll. Meinungsfreiheit heißt heute, man ist frei von seiner eigenen Meinung. Ja, früher hat man Zensur genannt. Heute nennt man Zensur Schutz vor Fehlinformation. Noch vor kurzem hieß es, man muss die Geschützten vor den Ungeschützten beschützen, weil der Schutz nicht mehr schützt. Versteht ihr es noch? Abends um 7:45. Heute ist es umgekehrt. Heute muss man die Ungeschützten schützen vor dem Ungeschützten der Geschützten, weil es eben nicht mehr schützt. Ich finde, es wird endlich Zeit für eine sinnvolle Diskriminierung. Ich bin ja, ich weiß nicht, wer mich kennt, weiß das, ich bin ja für Diskriminierung. Ich finde, man muss auch mal Ja sagen im Leben. Ich finde Ja zur Diskriminierung, aber nur, sofern sie menschlich fair ist. Ja, es gibt ein einfaches Beispiel. Wenn die Impfquote in der Schweiz, falls das dann stimmt, wenn die bei 70% liegt, heißt das doch, dass 30% nicht geimpft sind. Bei der SBB ist 70-30 ungefähr das Verhältnis von erster Klasse zu zweiten Klasse. Rechnet mal mit, wenn die Ungeimpften sich jetzt schützen müssen vor den Geimpften und die Geimpften immer noch Angst haben vor den Ungeimpften, lasst sie doch einfach, man früher bei der Apartheid hat das ja auch funktioniert, lasst sie doch einfach in getrennten Klassen fahren. 70% zweite Klasse für die Geimpften und die erste Klasse für die Ungeimpften. Ja, genau. Ich finde, es wäre wunderbar, ja. Wir suchen alle nach der Wahrheit. Wir haben es vorhin schon gehört beim Thomas. Wir haben die Wahrheit auch nicht gepachtet, aber es bräuchte den Diskurs. Es ist ziemlich schwer geworden zu erkennen in dieser polarisierten Welt, was ist eigentlich noch Wahrheit. Ich meine, wenn ein Rot
grün, Blinder rot, als grün sieht, sieht er dann grün oder rot? Die Wahrheit ist, er sieht beide Farben gleichermaßen grau. Die Wahrheit liegt meistens irgendwo dazwischen. Und mit der Wahrheit, mit dem Impfen, wir haben einige schon gehört, mit den Boostern, wir wissen nicht mehr genau, was auf uns zukommt. Ich glaube, beim Boostern werden jetzt die Abstände immer kürzer. Jetzt sind es noch 3 Monate, irgendwann werden alle im Impfzentrum übernachten, weil am Morgen der Schutz von der gestrigen Boosterimpfung schon wieder vorbei ist. Also, kauft eure Notbetten und fahrt ins Testcenter. Wahnsinn. Dieser ganze Wahnsinn, ich bin froh, dass er da ist. Ich bin froh, wenn die Pandemie noch nicht so schnell vorbeigeht, weil dann habe ich immer was zu klagen und zu singen. Ich habe ein kleines Lied geschrieben über diesen Wahnsinn. Das Lied heißt Apokalypse Now oder Hymne auf Grönemeyer. Der Titel klingt schlimmer, als es ist. Ein jeder zeigt sich interessiert. Der Wandel ist gewiss, das Klima erodiert, für Ungeimpfte ist Beschiss. Zertifikate ohne Ende, Gesundheit du beweisen musst, die Welt gehört in Kinderhände, der Grönemeyer hat's gewusst. Was hab ich hier verloren? Das ist doch nicht mehr meine Welt. Wer hat die Taskforce unverfroren? Um Gottes Willen bloß bestellt. Um Gottes Willen bloß bestellt. Wir haben die Balance längst verloren. Die Masken zeigen ungeschminkt. Das Lachen über beide Ohren. Wie alles in einem Grau versinkt. Die Welt, wie wir sie einmal kannten, was früher recht war, gilt nicht mehr. Die Leichtigkeit kommt uns abhanden, Distanz und Spuck des Selfens her. Was hab ich hier verloren? Die Berses Ricklis dieser Welt, die können halt nicht tiefer bohren, weil etwas in ihrem Hirn wohl fehlt. Corona, das Einzige ist, was zählt. Was machen wir mit unseren Kindern? Mit welchen Ängsten wachsen sie auf? Wer ist für sie eine Bedrohung? Bei jedem Menschen steht das drauf. Die Masken stundenlang getragen. Das geht doch spurlos nicht vorbei. Das müssen sich die da oben fragen. Ist ihnen alles einerlei? Ich fühle mich leicht verloren. Das ist doch nicht mehr meine Welt. Ich hab die Menschlichkeit beschworen. Hab Zweifel, ob das wohl gefällt. Mit Angst verdient man zu viel Geld. Und die Moral von der Geschichte, geh unverbogen deinen Weg, dann steht's dir im Gesicht, die Wahrheit ist kein Sakrileg. Verbinde dich, lass dich berühren und sitz mit uns im selben Boot. Lass dich von deinem Herzen führen, so schützt du dich vor Kälte, Tod. Jetzt bin ich fast schon fertig. Dem Leben kannst noch immer trauen. Bleib positiv und gegenwärtig. Darauf kannst du immer bauen. Auch nach der Pandemie noch immer in den Spiegel schauen. Danke sehr. Ja. Ich war früher auch einmal Kind, schon eine Weile her, und für mich damals als Kind waren die Ängste überschaubar. Wir hatten Angst vor dem schwarzen Mann, politisch nicht ganz korrekt, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Niemand, wenn er aber kommt, reisen wir davon. Wir hatten auch Angst, zu jemandem in ein fremdes Auto zu sitzen. Ich hatte eher mal Angst, dass ich zu spät vom Spielen heimkam
Und später hatten wir noch Angst vor den bösen Russen drüben da, drüben in Leipzig, wo der böse Russe gehockt war, der die Kinder gefressen hat, haben wir damals geglaubt, und der mit seinen Raketen rüberschießen wollte. Unsere Angst damals als Kind, die war begrenzt. Und der Feind war außen, der war drüben, der war irgendwo weit weg. Heute wachsen wir auf mit einer Angst, die fast schon seelisch internalisiert ist. Die Panikmacherei, ich habe mal ein Beispiel überlegt. Jedes Jahr sterben in der Schweiz ungefähr 18.000 Menschen an Krebs, ungefähr 40.000 Neuinfektionen. Das sind am Tag 55 Krebstote und 135 Neuinfektionen. Stellt euch mal vor, in den Nachrichten käme jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, 2 Jahre lang, jeden Tag käme in den Nachrichten im Schweizer Farbfernseher, käme auch heute wieder nach Meldung von BAG 54 Menschen an Krebs gestorben und 135 Neuansteckungen. Und danach kommt dann der Wetterbericht, wo man dann das Wetter schon erkennen kann für die eigene Beerdigung. Stellt euch mal vor, das kommt jeden Tag, 55 Tote, 135 Neuerkrankungen. Am Dienstag kommt es wieder, am Mittwoch, jede Woche, jeden Monat. Wir leben seit 2 Jahren mit diesen Zahlen, obwohl wir es gehört haben, an der Grippe sind immer wieder Menschen gestorben. Und ich frage mich, wie wachsen denn Kinder heute auf mit diesem potenziellen Gefühl, jeder Mensch, dem ich begegne, ist eine Virenschleuder, ist ein potenzieller Todesengel und kann mich und meine Oma ins Grab bringen. Wahnsinn. Wie bringt man Kinder bei, auch mal positiv zu bleiben? Ich habe ein kleines Lied für die Kinder geschrieben, das heißt für euch, zum positiv bleiben. Und zwar, was hilft gegen die Pandemie, ist ja nicht nur eben soziale Nähe und Gesundheit und in den Wald spazieren gehen, wenn es geht, ohne Maske. Immer mehr laufen im Wald mit der Maske herum. Früher hätte man gesagt, das wäre pathologisch. Heute sagt man, das ist normal, der Pandemie geschuldet. Nein, was auch hilft, ist eine gute Ernährung. Und das sagen viele Ärzte, vor allem Vitamin C und viel Zink. Ich habe ein kleines Lied geschrieben über eine besondere Frucht, die wahnsinnig viel Vitamin C beinhaltet. Das ist die Maracuja. Kleines Lied auf der Maracuja. Der Refrain ist bekannt. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitsingen. Gemeinsames Singen ist zwar pandemisch nicht gerade ideal für den Coronavirus, vor allem wenn man Zischlaute singt. Also so ein Lied wie 10 zahme Ziegen zogen 10 Zentner Zucker zum Zoo, sollte man nicht zusammen singen, vor allem wenn man lispelt. 10 zahme Ziegen zogen. Nein, es ist ein Lied, ihr könnt einfach mitsingen. Noch einmal Santorini sehen, noch einmal auf dem Eiffelturm stehen, noch einmal eine Kreuzfahrt in den Süden. Bevor das Reisen nicht mehr geht, weil 1G vor der Türe steht und wir fortan zu Hause bleiben müssen. Halleluja! Maracuja, Maracuja, das tut gut, ja, das tut gut, ja, Halleluja, hey, super, Halleluja. Leonard Cohen ist auch schon gestorben, das letzte Jahr, knapp 89 war er. Ist übrigens interessant, Leonard Cohen gilt als einer der wenigen über 85-jährig Verstorbenen in den USA, der nicht unter die Covid-Toten gezählt wurde. Obwohl jetzt mit dem Lockdown, Auftrittsverbot, ich glaube, das hat den Mann seinen Kragen gekostet. Also doch ein Covid-Toter. Noch einmal ins Theater gehen, noch einmal auf der Bühne stehen, noch einmal ein Fest mit lieben Menschen. Bevor sich das Feiern zu Ende neigt, Apartheid frohe Umstände zeigt und Hunde und Ungeimpfte draußen bleiben.
Halleluja. Pandemia, Pandemia. Das tut gut, ja. Halleluja. Halleluja. Pandemia. Halleluja. Pandemie, Halleluja. Doch lasst uns einmal fröhlich sein. Statt Wasser trinken wir nur noch Wein. Die Zukunft war früher auch nicht viel besser. Gesund sind wir, verbunden, vereint. Dass das Leben es gut mit uns meint, das wollen wir doch niemals ganz vergessen. Halleluja. Danke sehr. Ja, danke sehr. Ich möchte enden mit dem kleinen reizenden Schlussgedanken. Die Frage ist, ob die Pandemie jemals aufhört. Ich bin eher positiv gestellt. Ich glaube, die hört niemals auf. Ich habe gehört, dass es jetzt sogar schon nach unserem Tod im Jenseits, falls es eines gibt, es gibt viele Theologen, die glauben an ein Jenseits, falls es auch ein Jenseits gibt, 3G wird auch danach nicht aufhören. Nämlich getauft, geheiratet und gestorben. Ja. Danke sehr. Herzlichen Dank, Wolfgang. Super.